Es war ein übles Börsenjahr bis jetzt und wo man auch hinschaut, Probleme und Horrormeldungen. Und dann kommen aber plötzlich Daten rein, die man kaum glauben kann und die scheinbar auch alles wieder über den Haufen werfen. Denken wir als Anleger inzwischen vielleicht schon viel zu negativ oder ist es völlig richtig, wenn man bei der Erholungsrallye, die wir gerade haben und der stark gestiegenen Zuversicht, wenn man da erstmal trotzdem misstrauisch bleibt. Willkommen bei Zukunftsmärkte. Duell der Niedrigzinsgiganten. Deutschland gegen Japan 1 zu 2. Einige Leute gab es ja noch, die gesagt haben, ich werde die WM trotz allem verfolgen, bis gestern. Vorher war es noch die Kritik am Gastgeberland Katar hauptsächlich, die viele Zuschauer ja auch abschreckt. Und Katar war dieses Jahr ja schon mal in den Schlagzeilen, als Robert Habeck dahin geflogen ist und um Gaslieferungen gebeten hat. Bis jetzt hat es aber nichts geholfen. Es gibt bis jetzt kein Gaslieferabkommen mit uns. Stattdessen neue mit Italien und mit China, wo man wieder mal nur sagen kann, hätten wir da mal lieber Franz Beckenbauer runtergeschickt, dann hätten wir schon lange einen Gasdeal mit Katar. Aber wie auch immer, weltweit, da ist die WM natürlich trotzdem ein Großereignis und man rechnet da jetzt mit bis zu 5 Milliarden Zuschauern. Und in dem Zusammenhang haben wir uns mal angeschaut, wer unter den börsennotierten Konzernen, wer sind diesmal da die Großsponsoren, die großen Werbesponsoren, weil für die macht man ja das Ganze am Ende. Und was erwarten die sich und wie gehen die da vor? Und dazu, um das gleich mal vorwegzunehmen, dazu kriegen Sie von uns nächste Woche einen Zukunftsmärkte-Report, also die Großsponsoren der WM. Da geht es um westliche Konzerne natürlich, da geht es aber auch immer mehr um asiatische Konzerne. Und die Reports von uns sind natürlich gratis. Einfach dafür eintragen auf www.zukunfts-märkte.de. Am besten gleich machen, sonst vergessen Sie es wieder. Der Link dafür ist hier auch nochmal unter diesem Video. Weil wir gehen jetzt nämlich zu einem anderen Thema. Man kann hier sowieso reden über was man will. 90% von den Zuschauern interessieren sich eigentlich nur für eine einzige Frage. Ist der Bärenmarkt jetzt vorbei oder kommt es nach dem Erholungsversuch, den wir gerade haben, noch viel schlimmer? Nur genau die Frage ist natürlich sehr, sehr schwer zu beantworten. Aber ich hebe jetzt mal eine Sache hervor, die in der Nachrichtenlage auch, die wir gerade haben seit Monaten, die einem daher fast absurd vorkommt und die irgendwie auch alles über den Haufen wirft. Es ist eigentlich der große Witz des Börsenjahrs 2022, nämlich die DAX-Unternehmen haben im dritten Quartal einen neuen Rekordgewinn erzielt. Rekordgewinn, das beste dritte Quartal aller Zeiten. Und das, obwohl wir ja seit über einem Jahr reden, unentwegt über steigende Zinsen, über den Ukraine-Krieg, über eine absolut üble Stimmung bei den Unternehmen und bei den Verbrauchern, über eine hohe Verbraucherpreisinflation und eine katastrophale Produzentenpreisinflation ja auch. Und eine Energiekrise bis hin zu einer vielleicht kommenden Massenverelendung und Deindustrialisierung. Industrialisierung hier auch. Und was stellen wir jetzt fest? Am Ende alles bestens. Den börsennotierten Unternehmen geht es gut wie nie zuvor. Das einzige Problem, das wir anscheinend wirklich haben, der Shampoos geht langsam aus. Aber keine Sorge, die Bundesregierung ist auch da schon dran. Was fällt einem dazu ein? Nicht mehr viel. Und sogar bei so Buden wie ThyssenKrupp ist der Gewinn hochgegangen. Oder auch bei Henkel, wobei dann man da sagen muss, Waschmittel braucht natürlich jeder immer und Klebstoff ist ja sogar eine Boombranche mittlerweile. Heute, wo es ja zum guten Ton gehört, dass man sich jederzeit spontan schnell auch mal an einem Gemälde festklebt oder an der Autobahn. Und natürlich lief es jetzt auch nicht bei allen DAX-Konzernen gut, das ist ganz klar, aber eben im Durchschnitt.
Und mich hat das Ganze jetzt auch überrascht, zumindest in dem Ausmaß. Also ich habe neulich zwar mal in meinem Video zu BMW und Brilliance China, da habe ich kurz mal vermutet, dass zum Beispiel der Autosektor wahrscheinlich unterschätzt wird zurzeit. Und tatsächlich fast 30% vom Gesamtgewinn im DAX, der kam diesmal aus dem Autosektor. Aber es ist eben auch insgesamt gut gelaufen. Und die genannten Hauptgründe, das sind, die Nachfrage ist immer noch hoch und man hat die gestiegenen Kosten weitergeben können an die Kunden. Und in einigen Fällen eben wohl nicht nur die Kosten, sondern auch noch einiges obendrauf. Aber es hat eben funktioniert. Und wir waren ja auch im dritten Quartal in Deutschland in keiner Rezession. Davon abgesehen, das BIP ist ja zum Vorjahr auch leicht gestiegen um 1,1%. Und außerdem gab es ja für die DAX-Konzerne auch die Auslandsmärkte immer noch mit einem noch höheren Wachstum. Allen voran die USA, aber auch das verpönte China, wo das Wachstum ja angeblich tot ist. Und in dem Zusammenhang kann ich Ihnen ein sehr gutes Video empfehlen von meinem Kollegen Sebastian Hell. Deutsche Aktien alles verkaufen, wo es unter anderem darum geht, was von dem Umsatz der DAX-Konzerne kommt überhaupt noch aus Deutschland und vor allem, woher kommt das Umsatzwachstum auch bei den DAX-Konzernen? Das kommt nämlich nicht mehr aus Deutschland. Ist ein sehr interessantes Thema und Sie finden es auf dem Kanal vom Sebastian. Hell investiert heißt er. Und in den USA übrigens ist das Bild ähnlich als bei uns, nur dass man da natürlich viel mehr Angst hat vor der Notenbank und die Wall Street ist natürlich nun mal auch die Börse, an der sich der DAX ja sklavisch orientiert. Und eine Atomschlagdrohung aus Russland, das ist für den DAX nichts, wenn wir gleichzeitig in den USA schöne Wirtschaftsdaten haben aus der Region Philadelphia zum Beispiel. Aber auch die USA sind eben nicht in der Rezession und auch da sind die Unternehmensgewinne nochmal gestiegen. Insofern ist ja auch die Erholungsrallye, die wir gerade haben, völlig angemessen, könnte man meinen. Aber es macht das Ganze eigentlich nur noch komplizierter. Es gibt gute Gründe für die Erholungsrallye zurzeit natürlich. In meinem Video von Anfang Oktober, da habe ich die auch genannt und sie ist dann ja auch gekommen, also zumindest bis jetzt. Nur kann es auf Dauer gut gehen, dass die Unternehmen zum Beispiel die gestiegenen Kosten einfach immer weiterreichen an ihre Kunden? Das kann es nicht. Das schlägt irgendwann mal zurück, weil entweder dann die Nachfrage zurückgehen wird oder die Konsumenten müssen für die Inflation entschädigt werden durch höhere Löhne. Das passiert auch gerade. Wir haben hüben wie drüben Arbeitskräftemangel und steigenden Lohndruck ja auch, was die Gewinnmargen dann wieder belasten wird. Das ist schon absehbar. Zweitens, zumindest wenn man sich die USA anschaut, da war das Gewinnwachstum jetzt gar nicht mehr so toll. Wir haben hier links in Blau das Gewinnwachstum der Unternehmen aus dem S&P 500 Index im dritten Quartal plus 2,2%. Wenn man jetzt aber den Energiesektor rausnimmt, also Öl und Gas, wo es natürlich super gelaufen ist zum Vorjahr, dann ist der Durchschnittsgewinn schon um 5,1% zurückgegangen. Das ist das hier in Grün. Und rechts dann eben die Schätzungen für das Gesamtjahr. Blau mit dem Energiesektor, ein schöner Anstieg um 6,1%. Grün ohne den Energiesektor, ein Rückgang um 0,6%. Die Grafik ist von FactSet und sie ist aber wahrscheinlich noch zu optimistisch, weil jetzt seit ein paar Wochen die Gewinnschätzungen der Analysten plötzlich stark zurückgehen. Die Grafik hier ist von Bloomberg, das kann man unschwer erkennen, glaube ich. Und trotzdem haben wir zeitgleich die Erholungsrallye in fallende Gewinnschätzungen hinein. Und man kann inzwischen auch nicht mehr argumentieren, dass das vom Sentiment herkommt, weil das Sentiment eben so schlecht ist, dass die Kurse eigentlich ja nur noch steigen können. Am Anfang von diesem Quartal, da war das noch so. Aber wenn man sich jetzt den Fear and Greed Index anschaut von CNN, da sind wir schon wieder ziemlich im Gier-Modus interessanterweise. Also noch nicht bei extremer Gier, aber wir sind schon wieder ziemlich sorglos als Anleger. So schnell kann's gehen. Und begründen lassen sich die ganzen Käufe bei gleichzeitig fallenden Gewinnerwartungen ja auch nur dann,
Wenn man eben ausgeht von dieser berühmten Wende in der Geldpolitik, dass die Inflation jetzt eben zurückgeht und dass die Fed, wenn sie das dann sieht und merkt, mit ihren Zinserhöhungen bald aufhört. Nur was ist bald? Und ich könnte mir eben vorstellen, dass die Rezession, mit der jetzt jeder rechnet, dass die vielleicht gar nicht so schlimm wird nächstes Jahr. Das ist jetzt mal nur eine Vermutung von mir. Und die Inflation, die wird wahrscheinlich in den USA auch fallen. Sie fällt aber vielleicht nicht so schnell, wie viele meinen. Und wenn man denkt, dass dann die Fed schnell wieder den Leitzins jetzt senkt, nächstes Jahr schon oder so, dann lebt man natürlich auch irgendwie im Wolkenkuckucksheim, weil bis jetzt hat sie ja keine Anstalten gemacht für einen echten Kurswechsel und die Konsenserwartung am Markt ist auch immer noch ein Leitzinsanstieg eigentlich auf 5%. Ist das wirklich ein Szenario, wo ich davon ausgehen kann, die Erholung geht jetzt immer weiter? Das ist der S&P 500 Index auf 3 Jahre. Der Chart ist von TradingView. Er ist natürlich gefallen und viele Einzelwerte sind sogar stark gefallen, aber er ist als Index jetzt nicht irrwitzig stark gefallen. Vom Allzeithoch im Januar ist es jetzt auch nur noch ein Kursabschlag von 16%. Und damals bei dem Allzeithoch, da war der Leitzins aber bei 0 und das Wachstum war annualisiert bei 6,9%, die beste aller Welten. Heute haben wir die Aussicht auf einen Leitzins von 5%. Und auf eine Rezession. Mit anderen Worten, die Erholung hat vielleicht schon noch Luft, aber wie weit soll der Markt jetzt wirklich noch steigen? Und natürlich, es wird der Tag kommen irgendwann, wo es dann auch wieder ein neues Allzeithoch gibt, ganz klar. Aber kurzfristig, ich kann es mir eben nicht so wirklich vorstellen. Das gibt die Datenlage eben meiner Meinung nach im Moment doch nicht her. Auch darum nicht, und das ist mir ganz besonders wichtig, weil die Inflation und die Fed-Politik eben auch nicht unabhängig davon ist, wie jetzt die Börsen laufen. Weil wenn die Börsen jetzt wieder stark steigen, in der Hoffnung auf eine Wende in der Geldpolitik, dann kann das dazu beitragen, dass diese Wende genau eben nicht so schnell kommt. Und auch dieses Weiterreichen der höheren Kosten von den Unternehmen an die Kunden, das ist auch genau das, was die Fed eben auch nicht tolerieren kann. Das ist was, das sie unterdrückt muss und unterbinden muss, weil das ist die Kerninflation. Mit anderen Worten, die Nachfrage muss zurückgehen und die Gewinnmargen der Unternehmen müssen auch fallen. Sonst wird der Kampf gegen die Inflation in den USA sehr, sehr zäh. Und das macht es natürlich kompliziert, wenn man jetzt feststellt, so die eine große klare Antwort, wie es jetzt weitergeht, die gibt es eben nicht wirklich, sondern das sind alles komplexe Wechselwirkungen und darum muss man eben die Daten weiter beobachten und man muss sie weiter interpretieren auch. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass wir jetzt vielleicht schon 1, 2, vielleicht auch 3 Jahre lang einen Markt bekommen, der jetzt nicht so inspirierend ist für die Anleger oder der hauptsächlich jetzt nur für Stockpicker interessant ist. Aber was das Ganze trotzdem schon zeigt, das ist eben auch, wir haben zwar natürlich Probleme, es muss aber nicht zwingend immer so sein, dass wir jedes Mal kurz vor der nächsten Vollkatastrophe stehen. Und gerade wenn man sich ja als Anleger aktiv informiert und versucht, dass man den Dingen ja auch irgendwie auf den Grund geht, was ja sehr, sehr gut ist, aber gerade dann muss man schon aufpassen, glaube ich, gerade in schlechten Marktphasen, dass man eben nicht in so eine Horrormeldungenblase reinrutscht. Das, was man in schlechten Phasen hört oder liest, das ist natürlich nicht falsch alles, aber es ist eben trotzdem oft einseitig, weil es natürlich in dem Moment auch gerade das Offensichtliche ist. Aber andere Dinge fallen dann eben durchs Raster und plötzlich haben wir dann so Entwicklungen wie Rekordgewinne im DAX und jeder steht dann da und sagt, wie ist denn das möglich bei allem, was wir wissen? Weil das, was noch gut gelaufen ist auf der Welt, das war eben nicht mehr das Thema. Und die Nachrichten sind eben auch den Kursen gefolgt. Und es soll da natürlich auch nicht unerwähnt bleiben bei dem Ganzen, dass gerade natürlich auch hier auf YouTube Sensationsmeldungen und Horrormeldungen rauf und runter gejagt werden. Mit solchen Titeln.
Kommt der globale Systemcrash, Großbritannien erster Anfang und so weiter. Speiübel wird einem bei sowas. Und es ist übrigens eins von meinen Videos. Natürlich greift man solche Themen und solche Dinge auch auf und man muss sie hier natürlich auch entsprechend anbieten. Aber bei solchen Titeln überall, wie erkennt man da noch den seriösen YouTuber? Kleiner Tipp, man erkennt ihn am Fragezeichen. Der seriöse YouTuber, so wie auch hier, der behauptet nicht einfach, dass der globale Systemcrash kommt, sondern er wirft die Frage auf, kommt der globale Systemcrash, um sie dann im Video nach bestem Wissen und Gewissen zu besprechen. Und so viel Engagement, würde ich sagen, das ist auch mal ein Kanal-Abo wert, dabei auch die Glocke drücken, dann können Sie auch sehen, wenn neue Videos da sind und was für Videos auch da sind, dann muss man diese Videos auch nicht mehr so aggressiv titeln. Ab 100.000 Abonnenten, ich verspreche es, da gibt es dann auch hier nur noch seriöse Titel. Und denken Sie natürlich auch noch dran, dass Sie sich eintragen, auch noch für unsere gratis Zukunftsmärkte-Reports. Nächste Woche dann zu dem Thema WM-Großsponsoren und ihre Aktien. Das könnte das Einzige werden, was diesmal an der Fußball-WM noch interessant ist. Auf www.zukunfts-märkte.de. Alles Gute Ihnen. Dankeschön fürs Zuschauen.